Wir sind Brooks Live und wir spielen gerade Bliss Blues Boogie, ein Brooks Brothers Abenteuer / ein Blues Brothers, eine Blues Brothers Neuinterpretation, Sonnenbrillen auf, im Savage Worlds Regelwerk, und unsere Band hat zusammengefunden, zumindest zu drei Vierteln, und befindet sich im Baltimore Tower mit entsprechenden Checkkarten, um eventuell in Hugh Baltimores Penthouse zu gelangen. Ob das klappen wird, das erfahren wir jetzt. Und ich glaube, da es nicht mehr Vorschläge gab, der Name Boost Brothers für eure Band, der mir sehr gut gefällt, den können wir, glaube ich, setzen, oder? Den finde ich gut, ja. Das muss echt an der... Das muss echt an der... Belichtung liegen, oder? Ein Bluescreen ist auch gut. Jetzt wird aber... Nee, das hilft auch nichts. Scheiße. Warte. Ein Bluescreen. Ja, kann ich tatsächlich. Das ist ein Wendescreen. Die andere Seite ist blau, aber ich weiß nicht, ob das sich mit meinem schwarzen Accessoires heute so gut verträgt. Okay, ihr geht in den Empfangsbereich. Was möchtet ihr tun? Zum Fahrstuhl. Ja. Ihr könnt zum Fahrstuhl gehen und genau wie die beiden vor euch könnt ihr die Checkkarte an den Fahrstuhl, an so ein Lesegerät neben dem Fahrstuhl halten. Und der Fahrstuhl kommt zu euch heruntergefahren, geht auf, ihr geht hinein, hinter euch schließt sich die Tür und ihr seht das Eingabepanel mit Station von -2 und -1 Parkhaus bis oben 30 Penthouse. Können wir auf 30 Leute, hören? Nein, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe doch mit dem Security-Typen geredet, der Baltimore fährt immer in die Garage und lässt da sein Auto stehen. Vielleicht können wir erstmal im Auto gucken, ob da irgendwas ist, was uns hilft. Irgendwie ein zweiter Schlüssel oder... Stimmt, auf dem Vorderrad. Schon der Vertrag oder sowas. Vielleicht ist auf jeden Fall eine gute Idee. Auch im Auto liegen lassen. Kann ich schauen. Das klang auf jeden Fall so, als wenn wir da nicht direkt reinfahren dürfen. Dann lass uns doch mal nach unten. Und ich drücke -2. Ihr fahrt herunter. Also gerade mein Greenscreen zu fixen. So besser? Jetzt ist er grün. Jetzt ist er. Das ist doch gut. Ja, also bin ich zwar etwas transparenter als es nötig wäre, aber immerhin kein grünes Flimmern mehr. Das ist doch auch gut. Wir müssen uns auf eine Sache einigen. Dann ist doch eher mein Sakko durchsichtig. Ich finde die Idee sehr gut. Ihr kommt runter ins... Ihr fahrt in die Tiefgarage und schaut euch da so ein bisschen um. Und es gibt einige ganz, ganz normale Plätze, aber weiter hinten gibt es einen sehr, sehr großen Bereich mit sehr vielen... Ihr würdet sagen, da können Limousinen stehen. Und wie es der Zufall will, fährt gerade eine schwarze Limousine ein und parkt vor und parkt dort. Das Kennzeichen ist Baltimore. Das Auto parkt ein und aussteigt ein Chauffeur in schwarzer Kleidung. Und ihr seht aber, dass er niemand anders aussteigen lässt aus diesem Auto. So. Er guckt auf die Uhr und sagt so laut zu sich: Ja, super, dann habe ich ja jetzt so ein paar Stunden frei. Klasse, dann kann ich mir ja eins von den leckeren grünen Hotdogs holen. Leute, wir sollten den überwältigen. Über was? Oder wir reden mit ihm und fragen, ob der Baltimore nicht Interesse hat an einem Konzert. Wenn er Nein sagt, überwältigen wir ihn. Exakt.
Okay. Gute Idee. Das Problem ist, ich bin sehr ausufernd in meinen Gesprächsführungen, deswegen möchte ich das nicht gerne machen. Ach, ich kann überreden, klar kann ich den überreden. Gar kein Thema. Ich gehe rüber. Geh direkt los. Entschuldigung, hey, hallo. Entschuldigung, Verzeihung. Ah, guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Der Herr. Guten Tag. Hey, die. Nett, dass sie sich das nicht anmerken lassen, aber sie haben mich schon erkannt, ne? Sie wissen schon, ich, ja? Ja, sie wissen schon, wer ich bin, ne? Schön, dass sie... Ich nehme an, sie arbeiten hier in diesem Haus, in diesem ehrenwerten Gebäude. Und ich mache so ein bisschen Luftgitarre kurz. Jetzt haben sie schon, ja, ne? Ja, willst du, dass er dich erkennt? Ja. Du hast bekannt, oder? Als Talent? Ja. Oder nee, als Nachteil eigentlich, als Handicap, ne? Ich hab bekannt als verhafteter Musiker. Okay, wenn du willst, dass er dich erkennt, let's do. Ja. Nee, er kennt dich leider nicht. Du, nee, aber da klingeln bei mir leider, keine Glocken. Das ist ein Talent und das gibt mir plus eins auf Überreden. Also, steht hier. Bekannt als verhafteter Musiker, plus eins auf Überreden. Und ich bin charismatisch, ich habe also freie Wiederholung auf Überreden. Sagen Sie mal, sind Sie nicht dieser Typ, der da alle übers Ohr gezogen hat damals bei diesem Riesenfestival? Ich hatte mir eine Karte gekauft, Mann. Ich hatte mir und meiner Frau eine Karte gekauft, Mann. Und war das nicht fantastisch? War das nicht ein Erlebnis? Wir wurden nicht mal reingelassen. Was für ein Erlebnis soll das sein? Ich habe nur die Schreie von innen gehört, weil es irgendwie gebrannt hat oder sowas. Ja, Entertainer. Buchhaltung nicht kann. Arschtainer wohl eher, mein Freund. Weißt du, wie teuer diese... Ich habe noch nie so viel Geld für so viele Tickets ausgegeben, Mann. Unglaublich. Ihr Gesicht habe ich an meine Dartscheibe zu Hause geklebt. Jetzt weiß ich's doch. Ich überrede Sie jetzt. Jetzt. Okay. Versuchen Sie es. Versuchen Sie es. Verdammt nochmal. Ihr habt doch gar nicht geredet, worüber ihr redet. Ich setze einen Benny ein, mein Wurf war scheiße. drei. Mann, was würfel ich denn heute? Ich hab einen 6er Würfel und ich hab plus 1. Und ich hab einen freien Reroll. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich das auch nicht. Oh, Moment. Moment. So. Meine Haare sind auch transparent und das grüne Krisseln ist trotzdem wieder da. Hier, Explosionswürfel. Zack. Scheiße. 7 plus 1 sind 8. Ein Erfolg und eine Steigerung tatsächlich. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Hören Sie mir zu. Okay. Sind wir jetzt vernünftig? Ja, ist ja gut. Ich höre ja zu. Ja, ich höre ja zu, Mann. Was wollen Sie? Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich war der, der übers Ohr gehauen wurde. Nicht die anderen. Ja? Mich hat man ins Gefängnis gesteckt dafür. Okay. Dafür, dass ich der Region etwas Spaß und Vergnügung geben wollte. Ja? Okay. Und Sie wissen, wir kennen uns vielleicht noch aus unserer Zeit in den 60ern als Fußball. Ja? Sie haben uns bestimmt mal gesehen bei Franks. Ich habe vergessen, wie der Laden heißt. Bei Franks. Das war ein guter gesehen. Franks Tanzshoppen? Ja, Franks Tanzshoppen. Ja. Ja, das stimmt. Da war ich früher viel unterwegs, ja. So. Das kann gut sein, dass ich euch da gehört habe. Da war immer sehr gute Musik. An ihrem Baltimore-Schild, das sie da haben, ne? Ja. Ich glaube, wir zwei hier, das kann eine ganz erfolgreiche Beziehung werden. Weil... Wir geben jetzt mittlerweile Privatkonzerte, ja? Aber das ist was super Exklusives, weil offiziell sind wir noch gar nicht wieder zurück. Aha. Offiziell spielen wir noch gar nicht wieder. Und Baltimore ist so prestigeträchtig. Das ist so eine hohe Nummer. Stellen Sie sich das vor. Baltimore und die Blues Brothers. Privatkonzert, 30. Stock im Penthouse. Und Sie haben es organisiert. Ich höre da eine Beförderung. Ah, das klingt gar nicht schlecht. Baltimore selbst, wissen Sie, der interessiert sich überhaupt nicht so doll für Musik. Der interessiert sich eigentlich mehr für Cash. Aber seine Frau, die kriegt man damit. Und wenn er seine Frau damit kriegt, dann krieg ich damit auch meine Beförderung vielleicht tatsächlich. Dann fahre ich die großen Pötte.
Ich finde das der Rolle gefallen. Du nämlich. Was gibt's zu lachen da? Sie haben da vollkommen recht. Sie haben vollkommen recht. Das heißt, fahren Sie doch mal hoch und machen Sie das mal klar. Und am besten, pass auf, damit das nicht an die Presse geleakt wird, heute Nacht. Ich sag mal so, ne? Ich kann da auf jeden Fall was einfädeln, aber Baltimore selbst, der ist auch gerade gar nicht da. Der hat einen Termin am Hafen. Aber die Frau... Ziemlich wichtigen Termin. Ja, die Frau, die ist im Penthouse. Die pennt immer da im Penthouse und die kann man auf jeden Fall erreichen. Ja dann? Also wir können das Privatkonzert natürlich auch für seine Frau, weil sie ist ja eh die Interessierte an der. Sie wissen schon, also wir wollen ja nicht, also nicht jemandem auf... Also, ne? Machen Sie doch mal. Was aber, eine kurze Frage aber. Was erwarten Sie jetzt genau gerade von mir? Was soll ich tun? Ich soll ins Penthouse fahren und die Frau fragen, ob sie jetzt ein Privatkonzert hören möchte? Exakt. Oha, du, da kann ich mich aber in Schwierigkeiten begeben, ne? Einfach Leute ins Penthouse zu lassen, ne? Nein, das Sie müssen uns nicht reinlassen. Sie fahren jetzt hoch und klären das ab mit der Frau Baltimore, ja? Ja. Und dann will die Frau Baltimore sagen, boah, geil, die Boos Brothers. Geil. Boos Brothers, ja, das klingelt bei mir. Mhm. So. Das habe ich früher gerne gehört. Ja. Und dann will die Frau Baltimore wird sagen, mein OBS ist weg. Hoppla. Ups. Das wird sie sagen. Und danach wird sie sagen, Sie sind der beste Angestellte, den wir je haben. Dass Sie mir die Boos Brothers organisiert haben. Das klingt verlockend, du. Ich werde das machen. Ich fahre da hoch. Dann sind sie hinterher nämlich Senior-Angestellter. So. Ich fahre da hoch und frage nach. Das mache ich jetzt einfach. Man muss auch Risiken nehmen. So, ohne Risiko ist nämlich nichts los im Leben. Ne? Was glauben Sie, was ich für ein Leben gehabt hätte, wenn ich nicht hin und wieder mal ein Risiko eingegangen wäre? Das Water Festival, das hätte es gar nicht gegeben. Das gute Water Festival, das stimmt wohl. Das hat es ja auch so nicht so wirklich gegeben, ne, wenn man mal. Ja, schon ein bisschen, aber da wurde ich auch übers Ohr gehauen. Also, Sie wissen schon. Fragen Sie mal nach, wir warten kurz hier. Ich warte kurz hier. Der Rest der Dein, falls Sie, ne? Wir sind hinten. Blinkt doch mal hoch. Hallo? Genau, da. Die Finger ganz. Ne? Haben Sie gesehen? Haben Sie. Ich muss zugeben, ich bastel nebenbei noch an meinem Greenscreen rum. Es ist nicht besser geworden. Der grüne Schatten ist super. Es ist schlimmer geworden. Ah. Guck mal, da haben wir doch was. Damit können wir doch weitergehen. Er begibt sich in Richtung des Aufzugs und fährt ins Penthouse. Bisher läuft der ganze Abend viel zu gut. Sag mal, Roy, ich habe jetzt schon ein paar Mal was von diesem Festival gehört. Ja. Was ist da eigentlich genau passiert? Erzähl doch mal, ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Ich rede ja nicht gerne ins Geschäft. Übers Ohr gehauen wurde ich. Übers Ohr gehauen. Weil da irgendwie in der Bilanz am Ende hat irgendwas. War nicht ganz korrekt und dann hat man mich eingebuchtet. So. Das war eigentlich schon. Warst jetzt im Gefängnis oder was? Da hast du ja auch nichts von erzählt. Kurz, jetzt ein paar Monate. Ich bin jetzt raus. Ist auf Bewährung. Das war alles ein großes Missverständnis. Weil der Johnson, der hat mich Der Johnson, der guckt sich jeden Beleg, den ich schreibe, guckt er sich zweimal an. Und auch dreimal, wenn es sein muss. Ja. Und dann, ne, wenn du dann erstmal ne, den Start an deinen Hacken, ja? Wenn du einmal, ne? Genau, Jimmy. Ja, sag doch einmal was. Ja, alles Wichser, ey. Alles so. Wichser. Ja, bei den Finanzen muss man schon gut aufpassen. Deswegen habe ich mir direkt einen Steuerberater geholt, der sich darum kümmert bei mir, du. Ja, du hast doch bestimmt nicht. So eine Krawatte, oder? So eine Krawatte hast du. Du, bei den Mengen an Krawatten, die ich verkaufe, da, das könnte ich gar nicht alles selber verwalten. Hatte ich damals auch beim Festival, aber der ist jetzt in Mexiko. Den habe ich auch nicht mehr erreicht, leider. Komischerweise. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat er viel zu tun gerade. Der macht es wahrscheinlich richtig. Kann man sich in der Zwischenzeit das Auto mal angucken, also mal so reingucken. Ich möchte jetzt nichts kaputt machen.
Das sind getönte Fenster, also du kannst nicht durch, kannst nicht reinschauen. Aber es ist eine ziemlich große Big Boss Limousine. Schade. Der Typ kommt wieder runter. Ist okay. Mit dem, du kannst gerne noch reden, ihr seht, dass der Fahrstuhl gerade wieder runterfährt. Ja, nee, ich wollte gucken, ob die Tür auf ist oder ob das Auto abgeschlossen ist. Ist abgeschlossen. Ah. Na gut. Ey, deine Fingerabdrücke, wisch da mal drüber. Du weißt, was hier noch passiert. Da spricht der Knasti. Jetzt sehe ich dich in einem ganz anderen Licht, Roy. So, ich habe das für euch geklärt, ne? Kein Thema, ne? Also kein Problem, wir können hoch. Es gibt neben dem Penthouse gibt's noch so einen großen, schönen Meetingraum, wunderbar. Da sind ein paar Security-Leute und da könnt ihr quasi spielen für die Miss Baltimore, ne? Cool. Folgt mir, ne? Kommt mal mit. Ja. Dann kriegen wir das hin. Wahnsinn. Nice. Ja. Ich hoffe, da oben ist keine Polizei. Ihr fahrt 30 Stockwerke hoch und kommt in einen großen Flur mit rotem Teppich ausgelegt, mit Wandteppichen, Teppich über Teppich und am Ende dieses Ganges eine große Doppeltür und links daneben ebenfalls eine große Tür, das muss das Büro sein. Ihr werdet aber nach rechts geführt und durch eine Glastür in ein offensichtlich Meetingraum. Aber da trifft sich auch wirklich die High Society. Ne? Also da sind nicht einfach so die normalen Bürostühle und so, sondern da gibt es schön Sessel, in die man sich fläzen kann. Es gibt Bücherregale an den Seiten. Es gibt auch eine kleine Bar. Und es gibt tatsächlich so ein kleines Podest vorne, das gerade freigeräumt wird. Da standen Blumen vorher drauf, so Pflanztöpfe. Und einer von den Securities gibt euch ein Zeichen. So, hier könnt ihr aufbauen. Ja, können wir denn kurz nochmal mit der Mrs. Baltimore sprechen, bitte? Wir sind ja wegen ihr nur hier eigentlich. Ja, die kommt gerade rein. Mrs. Baltimore, es ist fantastisch, ihn kennenzulernen. Oh, das finde ich aber schön, dass hier heute noch was vorgeführt wird. Es ist immer so langweilig allein hier oben im Penthouse, da kann man gar nicht viel machen. Keine Sorge, wir sind hier zu Ihrer Rettung, aber machen Sie bitte, Und der Baltimore, der erlaubt mir ja auch nie was, ne? Ich darf ja nie irgendwas machen, ne? Unverschämtheit, was der sich raus... Also, reden Sie nicht so über meinen Mann! Toller Mann, ganz netter Mann. Ja. So auch nicht. Wann geht das denn jetzt nun los hier? Das geht jetzt sofort los. Die beiden anderen Kollegen bauen da hinten gerade schon auf. Weil das ein ganz wichtiges Event ist, ja? Und das soll ja keiner verpassen. Ja. Wir mal alle hier zusammen. Also alle, wirklich. Die ganze Etage... Damit wir alle zusammen richtig jammen können jetzt gleich. Oh. Oder fragen Sie Ihren Sicherheitsmann, dass der mal alle zusammen trommelt. Ja. Weil das ist wichtig. Also bitte, verstehen Sie das nicht als Befehl. Machen Sie das nicht selber, befehlen Sie das Ihren Untergebenen. Trommeln Sie alle zusammen, sofort. Ich begebe mich zum Podest. Offensichtlich besteht diese Etage nur aus Security-Leuten. Und es kommen insgesamt 5 Security-Leute rein und setzen sich mit... stellen sich natürlich neben die Tür, ist ja klar. Okay, Jimmy, aber nur, wenn es schnell geht. Jimmy, du musst jetzt gleich performen. Oh ja, Baby. Und ihr stellt euch vorne hin. Oh, das finde ich aber schön. Applaus! Applaus! Ja, und auch noch so Fashion-Männer, nicht so wie ihr immer. Ja, die Security-Leute hier, die haben nichts auf dem Kasten. Darf ich vorstellen, heute Abend begrüßen Sie Neville Newton. Ein kleiner Applaus, bitte. Neville Newton, kleiner Applaus. Danke, danke. Jimmy Blue. Super! Danke. Und mein Name ist... Ganz toll! Roy. Und wir sind die Boos Brothers. Die Boos Brothers. Casey ist kurz still, als sie den Namen hört. Okay, ihr spielt ein... Oh, Dom muss los. Schade, Dom. Oh no. Aber bis zum nächsten Mal. Nächsten Dienstag geht's weiter. Jetzt kommt der große Auftritt, aber es gibt ja auch einen Podcast und es gibt YouTube, wo ihr all unsere Folgen nachschauen könnt. So, dann würfelt doch bitte mal in der Reihenfolge wieder, in der ihr startet.
Ich brauche mehr. Jo. Also schlagen. Eine 3 und eine 1. Da würde ich einen Benny benutzen. Okay, besser ist. Eine 8. Eine 8. Ein Erfolg oder eine Steigerung. Sehr gut. Du startest die Gitarre. Der Bass setzt ein. Sekunde. Der Bass setzt ein und Action. Mit einer 6. Sehr gut. Und zu guter Letzt die Leadgitarre. Eine 4 ebenfalls, ein Erfolg. Oder so. So. Und ihr spielt los. Und die Securities versuchen keine Miene zu verziehen. Und Miss Baltimore versucht im Takt mitzuklatschen, aber es ist ganz schrecklich außerhalb des Takts. Ich lächel sie an. Woo! Das ist noch Musik! Also da sind 5 Wachen. Ja. Jetzt, ich habe einen Skill, der heißt Verbündeten beschwören. Beschwöre einen Blues-Golem, der mit der Mundharmonika die Gegner umnebelt. Was bedeutet umnebelt? Das ist die Frage. Auf jeden Fall wird es was Fantastisches bedeuten. Ja, das glaube ich auch. Naja, du kannst den beschwören und der wird dann Mundharmonika quasi spielen. Also der wird halt quasi auch mitspielen, mit euch zusammen mitspielen. Und wie gesagt, das kann ja Musik, damit könnt ihr ja Leute beeinflussen, wie wir eben schon bei Ping gesehen haben, erfolgreich. Ja, dann mach ich das doch mal. Okay. Dann würfel da gern mal drauf. Wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt Mächte einsetzen, ihr könnt auch eure Instrumente quasi einsetzen, wie bei einem normalen Savage Worlds Angriff. Dann geht das gegen die gegnerische, gegen den gegnerischen Widerstand. Das würde ich gut machen. Ich hole uns erstmal einen Typen als Verstärkung dazu. Mhm. Mach ich das wieder dann quasi auf. Genau, auf deinen Schlagen. Schlagen. Für in die Gitarre, Gitarrenseiten schlagen. Na, warum denn das Lied nicht? Eine 10, also ich explodiere. Mhm. Ich explodiere nochmal. Jetzt geht's rund, das wird der größte Golem aller Zeiten. Das wird so ein Golem, Alter. Was sag ich dir? Und eine 4. Okay. Beschreibe mal, was passiert und wie der Golem aussieht. Ja, ich gehe richtig ab an der Gitarre, das kommt richtig gut an und auf einmal kommt ein Riesengolem an und hat einen Mundharmonika im Mund und haut ein Solo raus, während wir richtig schön weitergrooven. Und alle Leute im Raum hängen diesen Golem an den Lippen. Also an der Mundharmonika. Der Golem hat ein. Du hattest eine Steigerung, ne? Dann hat der Golem quasi ein W8 auf sein. Der spielt ebenfalls improvisieren. Und ich würfel mal für den. Und der versucht einfach mal quasi mit einen von den Wachen zu treffen. Oh, ich habe eine 1 gewürfelt. Nee, das ist ja auch blöd. Du würfelst für den, ist ja dein Golem. W8? Ein W8, genau. Kein W6 dazu, weil es kein Wildcard ist. Eine 3. Das reicht aber, glaube ich, leider auch nicht. Du brauchst eine 4. Aber du kannst theoretisch einen Benny einsetzen. Aber ansonsten wären jetzt quasi auch erstmal die anderen dran. Der Golem ist nächste Runde auch noch da, ne? Der Golem ist noch da, der hält quasi 5 Runden. 5 Runden, ne? Ja. Hm, okay. Ja, Ja, ich würde ein Bass-Solo einlegen.
Und versuchen mit meinem Bass quasi einen von den Wachen so doll zu beeinflussen, dass er quasi Schaden davon nimmt oder handlungsunfähig wird, im besten Falle. Weil das so mind-blowing für ihn ist, dass er außer Gefecht gesetzt wird dadurch. Okay, dann würfel mal drauf. Wie gesagt, 4 erreichen, um ihn angeschlagen zu machen. Oh, eine 7. Sehr gut. Du spielst ein Bass-Solo, das klingt so. Das macht mich aber um, ey. Sehr gut. Ich will gar nicht. Sehr entspannt halt. Ne? Ach das. Da brauchst du jetzt schon Kopfhörer, die Tieffrequenzen unterstützen. Ich fühl's. Sehr gut. Und der so ganz links an der Seite steht, der merkst du, dass der so ein bisschen nach hinten wegsackt und so ein bisschen in die Knie sackt und so im Rhythmus mitmacht und scheinbar geistig ausgestiegen ist. Sehr gut. Die anderen schauen sich natürlich nach ihm um und fragen sich, was mit dem wohl gerade los ist. Roy, du bist auch dran, ne? Ja, haben wir alle Waffen wieder geholt? Alle Instrumente, meine ich? Ihr habt alle Instrumente, ja. Dann ziehe ich meine Mundharmonika aus der Arschtasche. Der hinteren Tasche meiner Hose. und werde damit versuchen, ich muss vor dem Wurf entscheiden, ob ich beeinflussen, handlungsunfähig machen oder eine Macht einsetzen will. Genau. Ich werde jemanden handlungsunfähig machen. Und zwar den, neben dem, der jetzt schon handlungsunfähig ist. Das ist verständlich. Dazu werde ich einen Mundharmonika-Würfel machen. Das ist eine Explosion. Ihr seht das nicht ganz, aber mir, da. Zwei Explosionen. Doppel-Explosion, Leute. Und jetzt, bang, bang. 11. Nice. Erfolg und Steigerung. Der sinkt nicht nur in die Knie, sondern du siehst, wie sich seine Augen wegdrehen. Du siehst nur noch das Weiß in seinen Augen. Und er kracht zu Boden. Und die neben ihm drehen sich so zu ihm um und hey, was ist los, was ist los? Moment mal, und dann gucken sie in eure Richtung. Hey, was soll das? Moment mal! Und ihr seht, dass sie nach ihren Waffen greifen. Sofort aufhören! Sofort aufhören! Wir befinden uns jetzt in einem Kampf. Das war ja doch mal gar nicht so eine gute Steigerung, ne? Was bedeutet... Oh, warte mal. Das hier blende ich mal aus. Hier haben wir die Security-Leute. Ah, stark. Ach so, einer ist schon weg. Der liegt hier schon am Boden. Und einer ist angeschlagen. Also der ist quasi schon aus dem Game. Und hier ist Miss Baltimore am Tisch. Und ihr steht hier auf der Bühne. Ihr seid repräsentiert durch... gar nichts. Obviously. Schade. Und die haben auch noch einen Golem, ne? Ja, stimmt, ihr habt auch noch einen Golem. Hier ist die Tür zum Flur. Dass ihr das sehen könnt. Hier ist quasi so der Flur. Also die stehen quasi direkt am Flur. Und ihr seid jetzt einfach... Das war natürlich auch klug. Ich habe Handlanger, aber ich habe keine euch. Ihr seid jetzt einfach hier diese Polizisten. Das passt doch auch. Ja, das ergibt Sinn. Die sehen wir eh nur von hinten. Genau. Und der Golem ist dieser Hundi. So.
Wir müssen einmal Initiative-Karten austeilen, bitte, weil die machen sich auf den Weg zu euch. Ne, die hier machen sich auf den Weg zu euch, um das Spiel zu unterbinden. Ja, Sekunde. Erstmal nochmal. Die Kannibern auch mal. So, ich habe eine Herz 7, Kreuz 4 für Roy, Kreuz 6 für Lars und Herz Dame für Jimmy Blue, der damit anfangen darf. Ist das auch mein Golem dann? Dein Golem, genau, den darfst du auch mitsteuern. Nice. Ja, ich versuchte natürlich wieder zu betäuben. Für 2. Wie kann ich die Machtpunkte eigentlich wiederholen? Die regenerierst du, wenn du dich ausruhst, aktiv. Ah ja, okay. Eine 6, aber bei meinem 10er-Würfel. Genau, aber das ist jetzt nicht, um eine Macht einzusetzen, ne? Doch, doch, ist um eine Macht einzusetzen. Weil dein Golem ist ja. Dein Golem ist ja schon. Achso, du betäubst, okay. Genau. Sorry, was hattest du gewürfelt? Eine 6. Okay, dann macht der einen Konstitutionswurf. Oh, das ist eine 4. Der hat geklappt. Der kann dir leider widerstehen. Sorry. Und dann mit dem 8. Moment mal. Ja. Ja, der versucht dann weiterhin mit seinem Mundharmonika-Solo abzugehen. Der hier ist schon angeschlagen, der liegt schon am Boden. Wenn du den attackierst, hast du es leichter. Ja, den greife ich an und habe eine 5. Sehr gut. Der der geht zu Boden und auch du merkst, dass der komplett euch einfach nur noch hingegeben ist. Eurer Musik. Wie sich das gehört. Boah, krass, das Groove. Und er löst dich in Luft auf. Hoha. Herz 7 bin ich, glaube ich, dann dran, ne? Ja. Die haben alle nur Gummiknüppel, entgegen dem, was der unten gesagt hat, und rennen deswegen auf euch zu. Sie dürfen sich 6 Felder bewegen. Miss Baltimore hat noch nicht so richtig gecheckt, was los ist, weil sie zu weit von den anderen weg war. Sie hört einfach nur eurer Musik gerne zu. Die klatscht immer noch ohne Ja. Okay, dann ist Lars an der Reihe. Ich zupfe nochmal an meinem Bass weiter. Mhm. Und versuche. Welcher bin ich von den Typen? Wer du von denen bist? Keine Ahnung. Ja. Irgendeiner. Ja, das... Suchst dir aus. Dann bin ich der ganz links. Der hier? Ja. Okay. Dann greife ich den da, der vor mir da steht, quasi an. Mhm. Mit meinem Bass. 7. 7. Das ist nur ein Erfolg. Was bedeutet, der ist angeschlagen und kippt um. Fängt so an zu. Der bleibt so stehen und fängt so an zu schnipsen. Oh, ja. Kann nicht weitergehen. Sehr gut. Und Roy. Ja, folgendes. Ich habe hier einen Power Move, die Massen begeistern. Pro minus 2 Malus triffst du ein weiteres benachbartes Ziel mit deiner Musik. Ja, das habt ihr, glaube ich, alle. Ich möchte tatsächlich meiner. E-Gitarre spielen und möchte die 2 auf der rechten Seite angreifen. Das heißt, ja. Ich nehme einen minus 2 Malus, nehme aber meinen 6er Bonuswürfel dazu. Gute Entscheidung. Wann würfel ich den hinterher? Ich habe, also
muss man das irgendwie auseinanderdröseln jetzt? Du würfelst den einfach mit und rechnest den auf das Ergebnis drauf. Also. Ich habe aber nur 2d6 zur Hand gerade. Ja, dann würfel ihn danach einfach drauf. Würfel ihn danach einfach drauf. Ja. Okay, Moment, ich brauche wieder Licht. Sorry. Okay, diese Beleuchtung hier. Würfel und Wild Die. Mhm. Das sind beides Vieren. Okay, geil. Cool. Einmal den Gedönswürfel hinterher. Das ist eine 3. 4 und 3 sind 7, minus 2 sind 5. 5. Aber das ist immerhin ein Erfolg bei beiden. Ja. Und beide sind angeschlagen. Halt! Nice. Sofort aufhören zu spielen! Niemals! Die Musik hört niemals auf! Sie ist richtig am Grooven. Oh yeah! Wer möchte, kann mir auch meinen Bonus-Würfel wegnehmen da unten. Das möchte bestimmt Lars machen. Ja. Nächste Runde kann losgehen mit Roy. Ja. E-Gitarre auf irgendeinen, der da liegt. Egal. Oh, Licht. Hallo? Oh nein, mein Licht. Da. Verzeihung. Eine 4. 4. Damit pfefferst du den auch. Der gibt sich deinem Groove hin. Fliegt so ein bisschen einen Meter in die Luft und zerpufft dann. Finde ganz. Ich wollte gerade fast schon Jazzhands machen, aber das ist nicht gut, Kinder. Jazzhands sind nicht gut. Ich mach mal einen Wahrnehmungswurf für die gute Frau Baltimore, ob die checkt, was hier eigentlich gerade um sie rum passiert. Ist aber um 2 erschwert, weil sie voll im Groove ist. Und sie hat eine 1. Ich bin nicht wieder so jung! Wer ist denn als nächstes dran? 9. Kreuz oder Karo? Sucht euch aus. Ich glaube, Kreuz ist dann vorne, oder? Okay. Dann zupfe ich nochmal ein bisschen an meinen Bass. Auf den, der vor mir liegt. Oh, das war nix, aber ich kann mal nochmal einen Benny einsetzen. Ich glaube, dein Bass macht, wenn ich mich richtig erinnere, auch mehr Schaden, wenn du direkt an den rangehst. Wobei, wir haben es ja eh falsch gemacht, wir haben ja gar keinen Schaden ausgewürfelt. Ja, ja, ich habe hier 2 verschiedene Schaden stehen, das hatte mich auch schon gefragt, aber du hattest halt irgendwas gesagt, deswegen dachte ich, das wäre obsolet. Ich habe es falsch gemacht, ihr müsst ja eigentlich auch noch einen Schadenswurf machen. Aber für heute ignorieren wir das und machen das nächstes Mal richtig. 5. Okay. Wir spielen jetzt einfach so weiter, ohne Schadenswurf. Das heißt, du schaltest den auch aus. Puh. Bim, bim, bim. Ach nee. Zupf, zupf, zupf. Und dann bin noch ich dran wahrscheinlich, ne? Nee, ich bin noch dran. Nee, genau, erstmal. Ach so, ich dachte, du kümmerst dich jetzt noch einer um den letzten. Na gut, da ist ja nur noch einer. Und die Frau Baltimore ist ja noch da. Ich spiele einmal auf den liegenden Typen ganz normale Musik. Mhm. So ganz normal, mein Skill. Ganz normale Musik. Ganz normale Musik, die hier gerade passiert. Ganz normale Leute. Ganz normal alles hier. Eine 5. Okay, das nach unserer aktuellen Regel reicht das auch, um den zu. Puh! Und dann spielt der Mundharmonika Golem, spielt sie an. Okay. Sie hat auch nur 3 Widerstand tatsächlich. Aber auf Schaden oder kann er irgendwie geile Mindtricks machen? Er macht ja hier Gegner umnebeln. Top. Sie soll den Vertrag holen, bitte. Also, die Leute sterben auch nicht, ne? Die
Vor Ekstase lösen die sich jetzt zwar in Luft auf, aber wenn die sich natürlich ein bisschen erholen, dann sind die ja alle wieder putzmunter. Und wissen morgen nichts mehr davon, hoffe ich. Genau. So, ich würfel mal den Bär. Eine 6. Okay, damit ist sie angeschlagen. Oh Gott! Ich halt's nicht mehr aus! Ist angeschlagen das gleiche wie umnebelt? Ja, so ungefähr. Okay, sie ist also quasi in eine Ekstase gefangen. Genau, ich mache jetzt für sie eine Willensprobe. Ob sie am Boden liegen bleibt? Ja. Sie bleibt handlungsunfähig am Boden liegen und zuckt nur so zu euren Rhythmen. Was wollt ihr tun? Geh zu ihr hin. Das ist Musik. Miss. Du hörst also auch auf zu spielen, ja? Oh, das ist wichtig fürs Protokoll. Ja, ich auch. Ich. Hören wir alle auf, weil dann, wenn es schlecht läuft, stehen unsere ganzen Typen dann wieder auf. Achso, ich dachte, die bleiben ausgeschaltet oder hören die sind jetzt erstmal für nur... Die sind jetzt für diese Szene quasi erstmal ausgeschaltet dann. Okay. Spielt ihr mal kurz weiter. Ich geh Miss Baltimore könnte natürlich zu sich kommen. Es ist Mrs. Baltimore, ja. Spielt ihr mal weiter mit. Spielt ihr mal weiter, bitte. Ich wollte gerade sagen, wir beiden Hintergrundmusiker, wir spielen einfach weiter. Okay. Mrs. Baltimore. Mrs. Baltimore. Es gibt eine Sache, die macht mich nach perfekt. Und zwar, wenn sie uns den Vertrag über Frames, Blues, Tanz, Schuppen, Laden geben, denn... Ich hab glauben nichts sie mir einfach. Mit glauben dem Geschäft zu tun von meinem Mann. Glauben Sie mir einfach. Der Vertrag liegt bestimmt in seinem Büro. Auf dem Schreibtisch. Bestimmt eher in seinem Safe. Dann brauche ich nur die Kombination. Es ist das Beste für alle, weil wir dann Franks Tanzschuppen wieder ganz nach vorne bringen. Würfel mal auf überreden. Würfeln. Ja. Danke. Ich glaube, ich habe online meinen... Ich glaube, ich hatte einen 6er Würfel. Mein Sie hat auch nur eine 2, also es ist ziemlich leicht. Der Charakterbogen, genau. Eine 3 und eine 1. Okay, das reicht. Sie hatte ja nur eine 2. Cool. 666! Jawoll! Ich gehe rüber ins Büro, gebe die Kombination ein, mach den Safe auf, guck, ob der Vertrag da liegt. Und der Safe ist leer. Na. Was? Ist das gar nicht drin? Aber mach mal eine Wahrnehmungsprobe, bitte. Oh nein, ich weiß gerade nicht, was ich auf Wahrnehmung habe, weil mein... Ah, Moment, ich kann in Discord gehen. Ich muss kurz meinen Charakterbogen wiederfinden. Könnt ein bisschen Blues machen nebenbei. Ja, ihr wechselt mal den Song. Ja. Moment, Wahrnehmung. Da habe ich auch einen 6er Würfel. Okay, schaffe ich. Boah, zu viele Tabs. Ah, zu viele Tabs. Und zu wenig Licht. Und zu viele Kameras. So. Das zu viele Tabs-Problem. Ja. Ah, ich benutze einen Benny. Mhm. Könnt ihr den bitte einmal entfernen? Danke. Nee. Ich schnipse und er ist weg. Warum nicht? Ja. 2-3, ich benutze einen weiteren Benny. Ich schnipse nochmal. Boah, krass. Komm schon, Alter. Oh, wir nähern uns langsam dem kritischen Misserfolg. Benutze einen weiteren Benny. Und schnipps. Ah, ah, da ist es doch. Gott sei Dank. Das war's wert. Das war aber knapp, ey. Du siehst, dass der PC von Baltimore offensichtlich an seinem Schreibtisch, dass der eingeschaltet ist und dass ein Kalender geöffnet ist. Ein Kalenderprogramm. Aber sobald du versuchst, irgendwas zu machen mit der Maus oder so, poppt ein Bild auf. Bildschirm, Computer gesperrt. Wann hat Apple nochmal die Maus erfunden? Nicht in 71, oder? Gab es überhaupt schon Computer? Ja, aber wahrscheinlich noch nicht so für den Eigenbedarf. Ja, Mist. Das stimmt wahrscheinlich. Was steht da?
Das ist halt so ein uralter Computer, so ein richtig altes Ding. Lochkartenkalkulator. Genau. Da steht bitte Passwort eingeben. Ich gebe 666 ein. Das Ding entsperrt sich und du siehst... Du kannst den Kalender von Baltimore sehen und du siehst Folgendes. Ein Kalendereintrag, dass er scheinbar gerade ein Treffen hat. Und zwar trifft er sich Treffen mit dem Bauunternehmer, um Abriss und Übergabe zu besiegeln. In einer halben Stunde von jetzt am Columbia Yacht Club. Nein! Hätten wir mal auf den Typen unten gehört, der gesagt hat, der ist gerade am Hafen. Dann hätten wir uns diese ganze Szene hier sparen können. Ich laufe wieder rüber. Neville, Jimmy, wir müssen zum Hafen. Sofort! Was? Wieso? Muss man so hat gerade den Vertrag dabei und ist am Yachthafen und besiegelt da gerade den Abriss. Dann nicht wie los. Ja, auf da! Danke, Miss Baltimore. Miss Baltimore bleibt am Boden liegen, als ihr den Fahrstuhl runterfahrt und ihr ja, kommt aus dem Gebäude raus und seht das. Porsche, schnell. Ihr steigt in den Purple Porsche, schmeißt den Motor an, als ihr in der Ferne Sirenen hört, Polizeisirenen, und euer Auto setzt sich in Bewegung. Als ihr von drei Polizeiautos eingeholt werdet und aus dem einen Polizeiauto guckt ein Polizist raus, der Roy nur allzu bekannt vorkommt. Jones. Mit einem Megafon. Na Roy, ich hab doch gedacht, dass wir uns relativ zügig wiedersehen. Sofort rechts ranfahren. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Ich kenne meine Rechte und ich drücke aufs Gas. Alles klar. Mach mal einen Wurf auf Fahren, bitte. Ja. Ein Viererwürfel, wow. Das wird richtig gut. Na, vielleicht bist du nicht der designierte Fahrer der Truppe. Eine 1 und eine 2. Ich habe keine Bennys mehr. Das ist ziemlich schlecht. Du drückst aufs Gaspedal und fährst mal wieder hinein. Verdammte Hydranten, warum steht die? Fährst mal wieder in einen Hydrant rein und ihr habt leichte Startschwierigkeiten, als die Polizeiautos euch langsam näher kommen. Und an dieser Stelle beenden wir für heute unser Abenteuer und werden nächste Woche sehen, wie ihr mit der Polizei zurechtkommt. Oh, 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 oh. Wo hat uns Roy da reingeritten? Ich meine Schuld, ich werde nur verarscht. So sieht's aus. Nächste Woche starten wir dann vermutlich mit einer Verfolgungsjagd, außer ihr wollt euch den Polizisten hingeben. Und ihr müsst wahrscheinlich euch einem Treffen zwischen Baltimore und dem Bauunternehmer zuvorkommen. Am Yachtclub. Und wir werden sehen, ob nächstes Mal auch eure Drummerin irgendwie dazustoßen wird. Auf dem Weg dahin vielleicht. Mal schauen. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ich fand, es war schon ein ziemlich guter Start in unser neues Setting. Nächste Woche Dienstag, gleiche Uhrzeit. Um 20 Uhr geht es weiter. Und die Woche drauf spielen wir auch noch. Also drei Abende insgesamt. Wenn ihr heute nur die Hälfte mitbekommen habt oder ihr habt es komplett verpasst, dann könnt ihr natürlich unser VOD auf YouTube anschauen. Irgendwann wird das hier auch als Podcast erscheinen, aber das wird ein bisschen dauern, weil wir Podcasts wöchentlich veröffentlichen und wir sind gerade, glaube ich, mit 50 Fathoms gestartet am Montag. Also da könnt ihr unser erstes 50 Fathoms Abenteuer euch in Audioform gerade anhören. Da findet ihr uns auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich, YouTube ist hier gerade eingeblendet und es gibt natürlich auch noch unseren Discord. Man soll ja immer so viel wie möglich am Ende noch sagen, so viel wie möglich Call to Actions, damit man sich am Ende gar nicht mehr entscheiden kann. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke an alle, die gefolgt sind. Danke an alle Twitch-Subs und so weiter und so fort.
Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder, schwingen uns wieder in den lila Porsche und schauen, wo die Reise hingeht und ob hier eine Band zusammenkommt, die das Blues Battle am Ende auch tatsächlich gewinnen wird. Einen schönen Abend noch und eine schöne Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.